So, wir müssen mal wieder einen Skin auswählen, auf den John C. nicht kommen kann, beziehungsweise nicht kommen sollte. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt wirklich komplett zu zerstören und dass es nicht schafft, diesen Skin zu erraten, den wir nehmen. Und ich glaube, wir werden actually heute einen Skin nehmen, den sehr, sehr viele aktuell spielen. Ich glaube, das ist echt ein Call. Hat auch was mit der Season zu tun, hat auch was mit diesem Chapter zu tun. Peter Griffin ist, glaube ich, unser Mann. Wir wählen dazu vielleicht auch noch irgendwie eine passende Pickaxe aus von dieser Season. Wir gucken mal, was gibt's denn hier so? Zack, vor kurzem erhalten. Der Kratzer. Ich glaube, das ist smart. Oder hier vielleicht so ein Messer, irgendwie was Kleineres, was vielleicht nicht irgendwie direkt so auf eine Skin-Kombination ausgeht. Ich glaube, wir nehmen sogar lieber das Betäubungsmesser. Doch, das hat. Es soll nicht alles irgendwie miteinander verstrickt sein. So extrem jetzt auch wieder nicht. So, was nehmen wir für einen Gleiter? Irgendwas vor kurzem erhalten ist. Boah, hier könnten wir eigentlich den Petercopter nehmen. Ist es so eindeutig? Boah, ich glaube, wir nehmen einfach den hier. Gehobene Gesellschaftsgleiter. Das ist, glaube ich, der von. Ich glaube, das ist der von Nisha. Kann das sein? Ich glaube schon. Wir nehmen einfach den. Ich glaube, damit machen wir nicht viel falsch. Ich glaube, das ist smart. Das ist unsere Skin-Kombination. Let's go. Freunde, wir sind wieder im beliebtesten Format Undercover im Turnier von der John C. Das ist unsere Skin-Kombination. Skin-Kombination, die wir im Vorhinein ausgewählt haben. John C. natürlich auch mit dabei und muss erraten, wer wir sind. Was geht, Bro? Let's go. Heute wird der Tag sein, wo ich dich einfach komplett zerstören werde, sag Okay, ich. perfekt, Digga. Vergiss auf gar keinen Fall, ein Like da zu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Jetzt würde ich sagen, wir starten in die Runde vom Undercover-Format. Let's go. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Ich bin schon tot. Sehr gut. Wir haben mal wieder drei Joker-Fragen, ne? Für die ganz neuen Zuschauer, die das Undercover-Format nicht kennen. Drei Joker-Fragen bedeuten nichts anderes, als dass ich diese Fragen, die John C. stellt, ehrlich beantworten muss. Sonst kann ich bei den ganzen anderen Fragen natürlich auch ein bisschen flunkern. John C. anlügen, muss sie nicht ehrlich beantworten. Aber bei diesen Joker-Fragen, wenn die aktiviert sind, dann darf nicht gelogen werden. Da ich ein fairer Sportsmann bin, Ali, ich glaube, man hört deine Tastatur. Ja? Ich guck mal kurz, ob du bei Discord du Geräusche drücken anders, weil ich glaube, ich habe gerade irgendwas gehört. Aber weil ich möchte nicht so gewinnen, so wie du letztes Mal. Okay. Naja, lass dich denken. Okay. Gewinn das schon so. Also, wenn du heute gewinnst, bin ich echt enttäuscht. Ja? Ja, ich werde dich heute. Also, wir machen ja schon so viele Undercover-Formate und ich weiß mittlerweile, wie du spielst. Okay. Und ich weiß, dass du defensiv gedroppt bist. Ja, woher? Ja, das ist so meine Intuition. Ja, ist eine gute Intuition. Hier sind so viele Leute gerade am Fighten. Es sind noch nur 67 Leute. Das ist so krass. Ja, also ich kann einfach jetzt schon sagen, du wirst es safer spielen. Du wirst nicht mit 61 HP versuchen, jetzt reinzugehen und versuchen, Leute zu fighten. Wer snipet ihn? Mit 61 HP? Ja, weißt du, 61 HP. HP hat. Ja, wir skippen weiter, das ist Salvi nicht. Ja, das ist zu obvious. Oh mein Gott, Digga, er hat nur noch 15 HP. Was hältst du von den Klingernails? Die sind so nervig. Es ist geisteskrank. Yeah. Das ist mit Abstand das nervigste Item in Chapter 5. Wie viel haben die Alten gemacht? Diese Plunge-Nails, die du so dranhaftest an die Gegner, oder welche meinst du? Ja. Ja, er ist so also lost. Nicht so viel. Was macht der Typ da? Digga, heal dich doch jetzt. Er lässt die Biggies. Nein, er lässt die. Ich bin so sauer auf diesen Typen. Der nimmt diese Biggies nicht. Da liegen zwei Biggies, er hat sie 8-mal im Inventar. Er hätte sich schon 10-mal heilen können. Jetzt läuft er weg, poppt sich irgendwie random. Ein paar Bandagen. Hat jetzt nur noch. Ja, jetzt kommt noch meine. Oh mein Gott, er ist wieder cracked. Okay, wen haben wir jetzt hier? Einen schwarzen Fokus-Skin, Alvi. Boah, der ist Alvi cool. Findest du das schwarzen Fokus-Skin cooler oder den anderen? Also ich muss sagen, ich finde einfach generell schwarz geiler. Weil so schwarz ist halt einfach, sieht einfach clean aus. Standard-Fokus-Skin ist so ein Classy-Skin, aber der ist schon sehr, sehr geil, der schwarze. Fand ich sehr geil, als der Style rausgekommen ist. Ich finde, da kann man nicht viel falsch machen. Warte mal, was muss man damals eigentlich machen, um den Skin zu. Also um die Dings zu bekommen? Den Stil? Ja, oder war das einfach, jeder, der den hat, hat den automatisch gekriegt? Ja, genau, jeder, der den hatte, den hatte man auch automatisch. Teil Fun Fact, das war mein erster Skin, den ich jemals hatte. Ja, true. Weil Albi mit mir ein Cup spielen wollte und gesagt hat, ich brauche einen Skin. Und wegen ihm musste ich dann 10 Euro aufladen, um mir diesen Fokus-Skin zu holen, nur damit ich seinen Creator-Code eintrage. Das ist am Ende des Skins. Das ist so ein Quatsch. Oh, was erzählt sich hier von. Nein, das ist Schmarrn. Ey, Freunde, ich habe keine Pump bisher. Das kann nicht sein. Ich muss eine Pump jetzt langsam finden. Und ich habe immer noch 0 Kills. Gibt's nicht. Ist deine Pickaxe eine. Warte. Doppelpickaxe. Ist eine Joker-Frage. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab doch gesagt, das ist eine Joker-Frage. Achso, ich war gerade mute. Joker-Frage, ja. Ist deine Pickaxe eine Doppelpickaxe? Eine Doppelpickaxe? Nee.
Ich spiele eine Einzelpickaxe. Okay. Interessant. Sind die Doppelpickaxe, haben die eigentlich irgendwie einen Nachteil? Also manche sagen ja, da gibt es ja die tausendsten Theorien, welche Pickaxe am besten ist. Aber gibt es da wirklich einen nachweislichen Nachteil, wenn man eine Doppelpickaxe benutzt? Irgendwie Delay-technisch oder... Also ich kann irgendwie bloß von mir aus sagen, ich persönlich mag die einfach nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie... Ich habe da nicht jetzt mehr Delay mit, aber ich spiele die halt einfach nicht so. Du spielst die schon ganz gerne. Du hast am Anfang die jetzt richtig gern gespielt. Ich finde die nicht schlimm, ja. Digga, was ist das denn für ein Skin? Ist doch auch wieder so ein Pokémon-Skin, oder? Nee, ist das Pokémon-Skin? Nein, das ist kein Pokémon-Skin, glaube ich. Nein. Jungs, weg von den Kommentaren. Weg von den Kommentaren. Schreibt es jetzt nicht rein. Ich ziehe hier mit meinen Aussagen zurück bei meinem letzten Video. Albi, du weißt es. Da wurde ich wieder gut geroastet. Ich brauche mal echt Skin-Nachhilfe. Ja, das ist einfach wieder irgendein Anime-Skin. Aber das ist dieser Anime-Skin mit diesem riesigen, hier, ne? Ich möchte jetzt nicht, dass dein Cutter die ganze Zeit das rausschneiden muss, ne? Aber dieser, der hat ein richtig langes Ding hinten hängen. Du wurdest das letzte Mal so gehatet dafür, dass du so Goku, glaube ich, nicht erkannt hast oder so. Und auch so ein Star-Wars-Backling habe ich nicht erkannt. Da waren die Leute auch sauer. Ja, das war so ein Roboter, so ein Star-Wars-Roboter. Da bin ich aber auch selbst von mir enttäuscht, weil Star-Wars kenne ich eigentlich schon ganz gut. Hier, Deadpools. Ne, ist auch kein Deadpool-Skin, das ist dieser Ninja-Skin, dieser Dragon-Ninja, aber der ist viel zu kacke. Meine nächste Frage direkt, Albi. Ja, schieß los. Hast du zum aktuellen Zeitpunkt 3 oder mehr Kills? Ich habe zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr als 3 oder mehr Kills. Ja, du bist so ein Camper, Digga, das ist crazy. Ich wusste, dass er diese Frage stellen wird. Und genau deswegen geht's uns jetzt gerade richtig gut und wir können chillen. Deswegen geil, Mann. Und jetzt werde ich richtig viele Kills machen. Let's go, let's go. War ich schon auf die drauf? Das weiß ich nicht. Den Eminem-Skin am Fighten. Nee, das ist auch kein Eminem-Skin am Fighten, aber er wird gespleeft. Okay, das ist krass. Er poppt sich das Medkit jetzt. Er hat 3 Kills. Ich gehe weiter. Was ist das für ein komischer Grashüpfer? Die Leute rasten wieder aus, Albi, Hilfe. Grashüpfer? Das ist kein Grashüpfer, aber der sieht aus wie ein Grashüpfer. Geht jetzt ab, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Grashüpfer. Aber das sind 2 Bots, die gerade fighten oder so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe halt noch nie Animes geguckt. Den einzigen Anime, den ich jemals geschaut habe, war Avatar Herr der 4 Elemente. Da gibt es keine Fortnite-Skins. Davon gibt es keine. Nee, das stimmt. Hast du es geschaut? Ich habe es geschaut, ja. Ich fand, es war echt ein Anime, den konnte man sich echt geben. Bei den anderen, ich verstehe die auch nicht so gut, ne? Das ist irgendwie mir viel zu viel so Action-Stuff. Ja, ist auch immer viel zu schnell geredet alles. Aber ich habe echt noch gar keine Ahnung, wer du bist, ne? Und hier nochmal eine Sirene, die am Fighten ist mit 0 Kills. Die ist aber nicht schlecht. Obwohl die 0 Kills hat. Fette Sniper. Okay. Oh, fight jetzt gegen Peter Griffin. Hoppt, da geht's ein Biggie rein. Wir werden mal auf den Fight drauf, wir gucken mal zu. Ich möchte jetzt gucken, weil die hat 0 Kills und die ist nicht schlecht. Sirene auch ein sehr geiler Skin. Ich finde auch den Stil von... Den hast du auch. Ja, den habe ich auch. Ich finde den Stil von Magicken auch sehr, sehr cool. Also Magicken's Main Skin. Ja, dieser rote Sirenen-Skin. Ja, ne? Ja, der ist richtig nice. Ja, was ist dieser... Dieser Peter Griffin ist so am Boxfighten. Der macht 80 Boxen, what the hell? Boxfights sind nice. Magst du Boxfights? Ja, ich gebe nicht in Public. Also wenn du... Digga, er macht so jetzt den Peter Griffin Dance hier. Also wenn du der Peter Griffin bist und jetzt 80 Boxen machst, das wäre echt peinlich, sag ich dir so, wie es ist bei Public. Boah, das ist mir jetzt peinlich. Also bist du Peter Griffin? Vielleicht. Okay, wenn du jetzt Peter Griffin bist, ist so peinlich, Albi. Aber was macht dieser Peter Griffin da? Der denkt gar nicht, dass ich das bin. Der denkt gar nicht, dass ich das bin. Das ist Public, fightet euch doch. Ich glaube, die sind beide nicht so, also zumindest beides keine Bots. Aber beide machen nichts. Ah, die Sirene will den unbedingt snipen, ne? Johnsy, Top 18, ne? Wie viele Fragen hast du eigentlich noch? Noch eine. Und ich hätte auch extra, Albi, die letzte Frage nicht zum Skin machen. Weil ich bin confident, ich krieg das irgendwie hin. Okay. Warte mal, ich will jetzt mal diesem Peter Griffin zuschauen. Komm ich auf den drauf? Ja, der bist du nicht. Schau mal, der hat eine Autoshotgun dabei. Nee, das spielst du nicht. Ja, hier ist der Peter Griffin. Was hat er dabei? Der hat auch eine Autoshotgun dabei. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wieso dachtest du, ich bin der Peter Griffin? Keine Ahnung, ich glaube halt, du willst halt unbedingt ins Late Game kommen und willst halt die Leute. Hast halt Angst. Ja. Ich glaube, du wurdest halt früher immer so krass gesniped und willst unbedingt ins Late Game kommen. Aber ich glaube nicht, dass du die Autopump spielen würdest. Aber es könnte auch umgedrehte Psychologie sein, dass du sagst, genau deswegen spiel ich's. Und ich muss jetzt mal gucken, wie der Peter Griffin spielen. 60er? Nicht schlecht. Boah, das Ding ist, es könnte halt echt Albi sein. Aber ich muss das Albi mal richtig unter Druck. Wenn er jetzt gleich richtig breit ist, stelle ich Albi richtig viele Fragen und gucken, wie er reagiert. Wenn er gleich so richtig low ist oder so, oder halt irgendwie was passiert, dann will ich gucken, wie er reagiert. Aber der Peter Griffin, schau mal, das könnte Albi sein. Der spielt nicht schlecht. Also dafür, dass es Public ist, ist es nicht so schlecht. Hey Bro, dieser Sirenen-Skin ist so nervig, ne? Der soll einfach runterkommen. Ich will nämlich weiter so defensiv spielen, weil ich glaube, Johnsy checkt das dann überhaupt nicht. Müsstest du sagen, du hast Metz-Probleme? Nee, wieso? Okay. Top 10. Okay, ist Top 11. Okay, ich stelle jetzt mal eine Frage. Ich muss mal kurz was überlegen. Oh mein Gott, ich glaube, die Sirene wurde gerade getötet. Okay, ich skippe kurz weiter. Ich werde jetzt keine Skin-Frage stellen. Meine Frage, Aldi. Hast du im Inventar eine normale Pump? Eine normale Pump? Ja, also keine... Weil das würde mich jetzt richtig interessieren. Ich habe jetzt... Du musst jetzt antworten. Ich habe keine normale Pump, ne? Also nicht diese normale halt. Also...
Warte mal. Der Peter Griffin hatte doch diese Autopump, oder bin ich jetzt lost? Ich weiß nicht, was der Peter Griffin hatte. Musst du halt wissen. Nee, also dieser Skin bist du. Du hast das Ding mit 75 AP durch Dinge. Also ihn kann ich ausschließen. Spieler 304 kann ich ausschließen. Das ist das Safe nicht. Also wenn du das bist, Aldi, GG's, gut gespielt. Travis kann ich ausschließen. Travis Scott hat Aldi nicht. Weil ich habe mit Aldi mal drüber geredet, wegen Epic Partner, ob man das nicht so Skins kriegen kann. Und Aldi drüber geredet, dass sie ihm nicht den Travis Scott Skin geben wollten. Deswegen, den können wir ausschließen. Und der hat eine mythische Peter Griffin Pump. Das ist das erste Mal, dass ich weiß, dass du einen Skin nicht hast. Hier, oh, wie heißt die nun mal? Mit den pinken Haaren. Weikills. Aber du hast Safe Healing dabei. Nee, also ich glaube, das ist auch nicht, dass du das bist. Hier, oh mein Gott, der Fokus-Skin. Aber nee, der hat eine normale Pump. Aber bis jetzt könnte Aldi auch einfach die Pump auch wieder ausgetauscht haben. Aber der ist krass, dieser Fokus-Skin. Der ist gut. Und der fightet gerade den Travis Scott. Der Pudding gerade. Oh mein Gott, er hat den Travis Scott komplett in. Und er macht einen Gritty auf ihn. Das ist auch ein bisschen respektlos. Also der Fokus-Skin, der ist sehr, sehr krass. Ich glaube, der ist zu gut für dich. Der Ding hat richtig vernascht, den Typen. Den hier mit 0 Kills, nur Wildlife dabei. Auch eine Autopump Top 5. Warte mal, okay, ich muss mich jetzt festlegen. Ja, du musst dich festlegen, Bro. Top 4, du musst jetzt. Oh mein Gott. Das ist schon zu spät eigentlich. Ich skipp durch. Nein, ganz schnell. Sein. Ich leg mich jetzt einfach fest auf den Peter Griffin. Der hat 4 Kills. Der hat die Autopump, was zu dir passt. Ich habe vorhin gefragt wegen der Pickaxe. Es ist nur eine kleine Pickaxe. Und er hat, was war meine andere Frage? Hast du Kills-Frage gestellt? Aber der hat jetzt auch nur 4 Kills. Und der hat jetzt die ganze Zeit gefightet. Die hättest du auch easy machen können. Mhm. Also ich glaube, weil die anderen haben einfach alle zu viele Kills. Ja, also ich glaube, das könnte so sein. Ich schaue jetzt auch mal zu. Ja, okay. Das könnte ein easy auch Aldi-Kill sein. So macht Aldi seine Kills übrigens. So wie gerade der Peter Griffin den Kill gemacht hat. Alter, das wäre so geil, wenn ich dich jetzt einfach ohne eine Skin-Frage gestellt zu haben, einfach komplett auseinandergenommen hätte. Das wäre richtig krass, ja. Das wäre aber Aldi, cool. Falls du der Peter Griffin bist, es leben noch echt zwei gute Spieler, ne? Der Fokus-Skin mit 15 Kills. 15 Kills! Und hat die mythische Scar, mythische Pump, goldenen Leader Sniper. Er hat lauter Medaillons und der macht hier irgendwelche weirden Peaks. Der ist richtig krass. Und der andere Spieler ist halt einer mit 0. Weißt du, der hat gar nichts. Und der hat eine normale Pump. Das heißt, du musst nach Adam Riese eigentlich der Peter gewinnen. Außer du bist schon tot. Naja, also bis Top 5 muss ich ja überlebt haben. Aber ich habe halt das Gefühl, ehrlich gesagt, dass ab Top 6 die Spieler sehr schnell down gegangen sind. Und den Top 5. und 4. hast du nicht so ganz gesehen, glaube ich. Ja, ich glaube, du, so wie ich das in deiner Stimme da gehört, lebst du noch. Ja, kann sein, ja. Weiß ich natürlich bis zum Ende nicht, ne? Also ja. Ich will es natürlich auch spannend für dich halten. Nee, ist nicht spannend, du bist Peter Griffin. Wie sicher bist du dich? Ich meine, du hast dich ja eh schon festgelegt. Von der Skala von 1 bis 10, wie sicher bist du Also wenn du lebst, 100%, nein, 80%, weil du könntest auch der Bot sein. Der Fokus-Skin bist du safe nicht, weil du hast 15 Kills, schaffst du in der Lobby nicht. 15 Kills schaffe ich in der Lobby nicht? Eigentlich, nein, ich bin mir eigentlich, wenn du jetzt noch leben solltest, noch sicherer, dass du eigentlich Peter Griffin bist, weil du würdest niemals 0 Kills machen, allein schon wegen Content. Also du bist entweder tot oder Peter Griffin, weil du würdest niemals 0 Kills haben. Also ich lehne mich zurück, ich schaue jetzt Peter Griffin zu und sag, Albi, wenn du das jetzt nicht gewinnen solltest, bist du ein Versager. Hä? Gegen den 15-Kill-Typen? Also hast du gerade gesagt, dass du es nicht bist. Naja, du sagst ja, ich bin Peter Griffin. Und da ist einer mit 15 Kills, sagst du doch, oder nicht? Weißt du was, Albi? Ich schaue dem anderen zu, damit ich sehen kann, wie du down gehst. Oh, Albi wird gefightet. Albi, ich call dir seine Metz. Er hat nur noch 700 Metz. Ohne Witz, Albi, wenn du jetzt der Fokus-Skin bist, ne, hast du meinen Respekt. Und ich... Oh mein... Aber der Peter Griffin ist auch nicht schlecht. Aber der Fokus-Skin ist besser. Fokus-Skin hat ihn gewollt. Okay. Bro, was soll ich denn gegen 5 Medaillons machen und die komplett mythischen Waffen, Digga? Also hast du gerade Peter Griffin? Ja, aber Jonas, jetzt mal ganz im Ernst, der ist ja full stack, der Typ, ne? Bro, der hat alles. Der hat 5 Medaillons gehabt, ne? Er war ein kleiner Ring. Er hat die besten Waffen, Digga. Die würde ich auch spielen, diese mythischen. Bro, dem geht's richtig, richtig chilling. Ach, warte mal. Erkennt man an der Größe des Rings, wie viele Medaillons man hat? Ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Was? Das ist ein Witz, also, Jonas. Je mehr Medaillons du hast, desto genauer wird dein Standort angezeigt. Okay, das wusste ich wirklich nicht. John C. hat unsere erste Skin-Kombination erraten. Ich muss jetzt irgendjemanden nehmen, auf den er wirklich gar nicht kommt. Ich glaube, ich habe aber einen Schlachtplan. Und zwar, John C. ist ja richtig schlecht mit Anime-Skins. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach einen Anime-Skin nehmen. Ich glaube, ich mache das jetzt. Vielleicht, weiß ich, choked er das jetzt irgendwie, weil er kennt sich mit denen ja gar nicht aus. Vielleicht irgendwie so einen. Ja, ich glaube, ich nehme sogar einfach den hier direkt. Koi-Agentin, Shigusa. Der wäre eigentlich nicht schlecht. Oder so einer. Mei. Vielleicht in dem Anime-Style. Den gibt es doch in diesem Anime-Style. Boah, der sieht eigentlich schon fresh aus. Ist eigentlich so ein Anime-Skin, oder nicht? Ich glaube, ich spiele den einfach. Ich glaube, irgendwie so einfach so einen richtig wilden Anime-Skin, worauf der nicht kommen würde. So, hier mit der Brille noch. Ja doch, ich nehme den einfach. Einfach so in so einem Pink-Fluffy-Blau. Pink und dann so Fluffy-Blau. Als Pickaxe irgendwas Pinkes vielleicht. Pink, irgendwas? Nee. Irgendwas Pinkes, irgendetwas, was vielleicht mit dem... was ist das denn? Okay, wir nehmen die einfach. So eine Keule, warum nicht?
Und jetzt noch ein Gleiter. Da würde ich sagen, guck mal, hier so ein Blümchen. Boah, das passt doch super. Ich glaube, das ist unser Skin-Kombi. Neue Runde, neues Glück, aber dieses Mal leider für mich. John C. ist 1-0 vorne. Hat er richtig, richtig gut gemacht mit dem Peter Griffin. Also muss man schon lassen. Digga, komm, kannst du dir jetzt auch mal von mir aus auf die Schultern klopfen, John C.? Boah, da gibt es sogar nicht nur einen Schulterklopfer für mich, sagen. Okay, ja. Gibt einen Clap. Also sehr stark gemacht. Wir haben jetzt auch eine neue Skin-Kombination, habt ihr gerade gesehen. Neue Picken, neues Backblink-Blink, neue Skin, neues alles vielleicht. Also vielleicht haben wir auch mal nochmal nur Peter Griffin John C. Das kann ja auch natürlich auch sein, ne? Das werde ich dir natürlich nicht verraten, aber mal gucken. Es wird auf jeden Fall dieses Mal nicht so leicht wie letzte Runde für dich, hoffentlich. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier ausgleichen. Ja, ich glaube, es wird für mich nicht so leicht, weil ich keine Frage benutze. Ja. Weil Albi, wenn du eine Sirene bist, lauf. Wenn du so eine Dragon Pickaxe hast, dann lauf. Okay, das, oh, hallo? Oh nein, wer bist du denn? Helf mir, nein, lauf! Ich hab ihn. Oh mein Gott, der Grashüpfer ist wieder drin. Hier ist wieder ein Grashüpfer, Alter. Der Grashüpfer. Das ist der Grashüpfer. Den will ich auch einfach jetzt so, dass der Grashüpfer genannt wird. Ich will unbedingt wissen, wie dieser Grashüpfer aussieht. Ich bin so gespannt auf deine Perspektive. Alter, das ist so ein Grashüpfer. Aber du meintest, es ist so ein Anime-Skin, oder? Ja, es ist so ein Anime-Grashüpfer. Ich glaube, das ist so ein Bösewicht. Der hat aber so, der hat so ein richtig, richtig langes Gehänge hinten und so zwei Flügel. Ja, diese Anime-Skins, die verfolgen dich ja richtig. Ja, die wollen was von dir irgendwie. Boah, so ein Eiskin, der wird vom Chicken verfolgt. Magst du Chicken? Meinst du jetzt zum Essen, oder? Ja, klar, zum Essen. Achso, okay, ja. Das Ding ist, schon, du hast gesagt, ja, magst du Chicken? So, ja, die sind ganz süß. Achso, ja, ich finde die lecker. Würdest du sagen, dein Skin, okay, meine erste Frage, Albi, okay? Würdest du sagen, dein Skin kann gut singen? Mein Skin kann gut singen? Denkst du, ich bin Ariana Grande, oder was? Maybe. Aha, okay. Ich glaube, also, ich weiß jetzt nicht, ob die gut singen kann. Das weiß ich nicht. Das ist auch eine Sache des Geschmacks, ne? Aber ich würde sagen, ich sage jetzt einfach mal, nee. Na, kann dein Skin gut singen? Ich weiß es nicht, ne? Damit meine ich halt, ob dein Skin ein Musikskin ist. Nein, ist eben nicht. Okay, mein Gott, damit beantworte ich es doch die ganze Zeit. Nein, ich weiß es nicht, Bro. Sag doch nicht, ich weiß es nicht, wenn du sagst nein. Ja, kann ja sein, dass mein Skin gut singen kann. Das weißt du ja nicht. Ach, komm, halt. Du weißt genau, was ich meine. Du willst mich jetzt hier wieder. Oh, ich glaube, da will jemand eine Bot-Strat machen, Alvi. Willst du sagen, du machst eine Bot-Strat? Ich will eigentlich in der Runde ein paar mehr Kills machen, denn letzte Runde haben wir gar nicht so viele gehabt. Vielleicht irgendwie kommt er dann irgendwie nicht drauf, wenn wir relativ viele haben bis zum Ende. Kann natürlich aber auch sein, dass es smarter ist, immer weniger zu haben, weil halt die meisten wenig Kills haben. Weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal. Wenn ich Spieler finde, dann hole ich sie mir. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie direkt in viele Fights reingehen werde. Weil lieber natürlich auch überleben bis ganz zum Ende, damit er auch es schwieriger hat, mich irgendwie zu erraten, wer ich bin. Nein, Alvi, du bist gepusht. Ruhe? Du bist gepusht, Alvi. Nicht so viel reden. Ruhe. John C., hast du schon eine Joker-Frage gestellt? Ja, mit dem Singen. Bist du lost? Ach so, stimmt. Oh, stimmt. Ja, die war so schlecht, die Frage. Deswegen habe ich sie schon vergessen. Nein, die hat mich nämlich überhaupt nicht beeindruckt. Deswegen. Oh, guter Snipe, Albi. Dankeschön. So, wir haben jetzt hier... Oh, John C., ich sag dir das, ne? Ich glaube wirklich, dass ich das hole jetzt, ne? Ja, red weiter. Weil das Ding ist, bei Peter Griffin... Talk to my hand, Albi. Talk to my hand. Ja, jetzt hältst du deine dreckige, ungewaschene Hand in die Kamera. Du musst niesen. Tiefengang. Okay, der Sven, du genießt das weitergelaufen und gesprungen, okay? Das bist du nicht. Ja, das bin ich aber auch. Tiefengang. wie du anhand von solchen Sachen Leute ausschließt, finde ich geil. Der läuft gegen die Wand, das ist Albi. Da haben wir ihn doch. Da ist Albi. Schau mal, hat einen süßen Fratz hinten drin. Du Hund. Das ist wirklich ein Hund. Alter, ein Fußballskin mit einem Cape. Boah, Albi auf Random Generating gedrückt, sage ich. Mit einer grauen AK. Okay, welche Sturmgewehr spielst du am liebsten? Ich spiele am liebsten eher die Scar. Also von den Sturmgewehr. Weiter geht's. Gut, dann skippe ich. Der hat auch eine AK, skip. Boah, also dieser Ariana Grande Skin, der hat Medaillon, der war sehr, 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 sehr greedy. Ich muss wirklich gucken, dass ich meine Low Kills halte und auch feuern bis zu Top 5 überlebe, weil es ist natürlich nicht gut, wenn der Ariana Grande Skin direkt auf mich drauf geht und mich eliminiert, dann bin ich raus. Dann habe ich 2-0 verloren, das will ich auf gar keinen Fall. Ich stelle schon mal die nächste Frage, Alvi. Mach das, ja, gerne. Und zwar, würdest du sagen, du bist ein... Okay, wir gehen wieder ein bisschen spezifischer ran, weil das könntest du wirklich sein, der einfach gar nichts macht die ganze Runde. Genau, Scope von 152 Metern. Ja, die machen hier ganz wilde TikTok-Clips hier schon wieder. Würdest du sagen, du bist ein
eine bekannte Persönlichkeit? Nein, bin ich nicht. Dann bist du nicht der Joker, den ich gerade zuschaue. Also du singst dich. Oh, hier ist noch ein Peter Griffin drin. Aber Peter Griffin ist ja auch eine bekannte Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Kannst ja leider noch gar nicht einschätzen. Oh, das könntest du auch sein. Nee, das ist ein Bot. Aber ja, könnte Alge auch sein. Ja, wie du von getötet wurdest, wurdest Full Piece clipped und nach Hause geschickt. Bro, was soll ich denn machen gegen so einen Typ mit 5 Medaillons, alles mythisch gewillt, Junge. Boah, da mitten auf dem See, ne? Da ist einer mit 2 Medaillons. Muss ich aufpassen. Ich will hier nichts riskieren. So, Top 11. Du? Ja. Digga, darf ich jetzt reden? Ja, das reden. Ja, wenn du sagst, ja, Top 10, du darfst die Frage nicht stellen. Ablenkungsmanöver. Hast du zum aktuellen Zeitpunkt ein Medaillon? Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich kein Medaillon, ne. Jetzt muss ich schnell durchskippen. Wo sind Leute mit dem Medaillon? Der hat kein Medaillon. Spieler 266, okay, merke ich mir. Oder Spieler 267, Ariana Grande, bist du auch nicht. Die hat 13 Kills, Albi, die wird dich so vernaschen. Digga, es gibt keine Leute mit Medaillons, warte mal. Oder wird es nicht angezeigt? Okay, wenn du einer von den beiden bist, Albi, ich würde dich dumm hauen. Ich werde dich wahrscheinlich finden, es sind nur Bots hier drin. Wenn so ein Albi das ist. Nein, Top 7, Albi. Nee, Top 8? Nee. Oh, Top 7. Oh, Top 7, John. Es wird dir ja immer besser für mich. Ich habe nämlich das Gefühl, du kommst gar nicht drauf. Mhm. Du wirst es nicht hinkriegen. Schau mal kurz nach unten links, Albi. Guck mal, siehst du da einen Spieler, der dir gerade zuschaut? Du wirst es nicht hinkriegen. Denkst du deine komische Pickaxe mit dem Morgenstern, mit dem pinken, ist es? Morgenstern-Pickaxe? Also, Bro, Grashüpfer, Anime-Skins, Morgenstern-Picke. Bro, also wirklich, also wenn, keine Ahnung. Ich will, Retalk, ich bin so auf deine Perspektive gespannt. Ich habe gar keinen Plan, was du... Oh mein Gott, ich nehme gerade gar nicht auf. Was? Ich nehme dich auf. Das ist ein Witz. Ja, ist ein Witz. Alter. Bro, wollte gerade schon liegen, welcher Skin ich bin. Also wenn du 14 Kills hast, hast du nicht, Albi. Du bist nicht Ariana Grande. Ariana Grande zerstört die Top 5. Okay, ich muss mir jetzt festlegen. Ariana Grande bist du nicht ausgeschlossen. Du musst jetzt sagen, Bro. Ja, der bist du auch nicht. Bro, leg dich einfach fest auf diesen Typen mit Morgenstern. Da sind wir safe, jetzt. Bro. Morgenstern. Ja, ich leg mich fest auf den Typ mit dem Morgenstern. Was? Du mir gerade die Box gebildet hast. Machst du wirklich? Wie du gerade einfach gemütet bist und wenn bei den Cage-Shoot ist Albi auch sehr obvious. Bin ich gemutet? Ja, Albi, ich will es, dass du mir einen Hint gibst, okay? Mhm. Töte den Typen. Ja, schau dir an. Gegen Ariana Grande, Albi. Das ist jetzt richtig interessant. Albi stirbt jetzt wieder gegen den besten Spieler der Lobby. Ja, es kann Albi sein. Ja, doch, das spielt nicht schlecht. Ja, doch. Wenn es ein 2-0 ist, Albi, ohne wieder Skin-Fragen zu stellen. Ja, das wäre schon sehr stark von dir. Oh mein Gott, Albi, du bist gerade gebullied. Albi, raus mit deinem Pulsnet, sehr gut. Und jetzt musst du Meter machen. Ariana Grande ist hier auf den Fersen. Ariana Grande ist an deiner Wall, Albi. Und wieder hoch, sagst du? Smart Rotation, Albi. Kennst du aus Catch Me? Aus Catch Me? Ja, Bäre im Pulsnet. Okay, wieder 150 HP circa. Oh mein Gott, Albi misst, nein. Aber dafür ist Albis Aim bekannt. Oh, witziger. Oh mein Gott. Aber das machst du. Albi ist tot. Maybe. Albi ist offiziell down gegangen. Können wir auch gerne mal... Also das kann Albi auch noch sein. Warum spiele ich gerade die ganze Zeit gegen die Leute, die alles im Inventar haben? Das ist geisteskrank. Der Typ hat wieder 5 Medaillons, ne? Natürlich kann ich den nicht kriegen. Wie denn auch? Weil der letzte ist wieder der Bot. Also Ariana Grande bin ich ja nicht, weil das ist ja dieser Skin, der singen kann, ne? Aber ich kann dir sagen, die hat 5 Medaillons wieder, ne? Und die hat dich gerade vernascht. Das ist einfach der Fokus-Skin, Bro, von letzter Runde. Das ist jetzt nur der Joker. Also die beiden kannst du nicht sein. Du kannst sagen, wer du bist. Du kannst keine der letzten beiden Skins sein. Die habe ich automatisch ausgeschlossen. Du kannst nicht Ariana Grande sein und du kannst nicht... Ja, ich war der mit der Morgenstern-Picke, Bro. Was für ein Morgenstern eigentlich? Bro, das was ist für... Warum ich für den Bro bin, weil du gesagt hast, ja komm, geh doch für den mit dem Morgenstern, sau Spaß. Und dachte ich, okay, das ist klar. Aber wenn ich der nicht gewesen wäre, dann wäre es Ausschlussverfahren gewesen. Wieder 5 Medaillons. Ich kann die nicht kriegen, Jonas. Das sind Leute mit 5 Medaillons, die haben Cap. Der hat wieder die genau gleichen Waffen wie der Fokus. Mich würde es nicht wundern, wenn das der Fokus von letzter Runde ist, ne? Also, wie weißt du, was mir so einfällt? Ich bin gespannt. Wie viel hat der Joker? Wie viele Kills hat der Joker? 2, glaube ich. Nein, einen. Oh Gott, der Joker mit dem Haifisch. Oh mein Gott, er poppt nicht mal einen Flopper. Bro, das ist vorbei. Das ist vorbei für den Joker. Oh mein Gott, Alter, gerade mit 30 schon mal Pixel. Ja, GG's, lief doch direkt, ey. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen, falls ihr das Undercover-Format feiert. Auf gar keinen Fall vergessen, auch den Kanal kostenfrei zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr wie dieses hier verpasst. Und für den ultimativen Support sehr, sehr gerne den Creator-Code ALVIVB rechts und im Itemshop eingeben. Es sind nur 6 Buchstaben, super schnell eingetragen. Vielen Dank für den ganzen Support. Checkt gerne noch die beiden 2 Kanäle ab, mehr Johnsy und mehr Albi. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Sagen wir's gut. Ciao.